Und das Universum wird nach vedischer Darstellung in verschiedenen Ebenen beschrieben. Und diese Ebenen werden auch den Elementen zugeordnet. Wir hatten hier zunächst einmal das Element Erde. Das Element Erde stellt die vollständige dreidimensionale Manifestation der Materie dar. Darüber ist das Element Wasser. Mehr Platz, Feuer, Luft, Äther. Und diesen fünf Elementen entsprechen fünf Ebenen im menschlichen Dasein, die in den vedischen Schriften als Chakras bezeichnet werden. Da kommen wir also jetzt ein bisschen in den Bereich der Physiologie hinein, die aber auf der anderen Seite, die Chakras möchte ich hier darstellen, auch im Universum als Daseins- oder Bewusstseinsebene dargestellt werden. Das heißt, in beide Richtungen möchte ich gerne diese Elemente, mit denen wir uns jetzt schon kurz beschäftigt haben, zuordnen. So auf der einen Seite Dinge, die sich im Universum darstellen, und auf der anderen Seite Dinge, die sich bei Menschen darstellen lassen. Ein bisschen größer. Ja, und schöner vor allem. Aber das ist in diesem Leben ja einfach nie. Noch nie, nicht geglückt, nicht vergönnt. So eine schöne Handschrift, das wäre so unheimlich. Also ich werde mich jetzt aber total bemühen, das besser hinzukriegen. Erde, Wasser, Feuer, Luft und Äther. So ist diesen, sind bei Menschen Zentren, energetische Zentren in seinem Körper zugeordnet, die wir auch als Dimensionen bezeichnen können, die als herkömmlich als Chakras bekannt sind. So, das erste, das nennt sich, das ist das Wurzelchakra, das heißt im Sanskrit das Muladhara. Das Muladhara-Chakra ist dem Element Erde zugeordnet. Und das ist ganz wichtigen, existenzerhaltenden Funktionen des Körpers zugeordnet. Das Wurzelchakra, das zweite, ist sogenannte Sakralchakra. Das heißt im Sanskrit auch Svadhisthana. Svadhisthana-Chakra, das ist dem sexuellen Verhalten und dem sexuellen Bewusstsein des Menschen zugeordnet. Das dritte Chakra, ich mache mal 1, 2, 3, dem Element Feuer zugeordnet, entspricht den Energieprinzipien des Menschen, die energetische Mitte, das Manipura-Chakra, das auch mit dem Solarplexus im Zusammenhang steht. Dann das vierte, ich möchte an dieser Stelle nur kurz erwähnen, das sogenannte Anahata-Chakra. Das entspricht dem Herzchakra des Menschen, über das die gesamten Dimensionen auf der Gefühlsebene gesteuert werden. Und das fünfte, sogenannte Vishuddha-Chakra, dem Element Äther. Oder dem Prinzip der Kommunikation, der Sprache, Sprechen sind über dieses Chakra organisiert. Viele andere physiologische Prozesse, Drüsen, Nervengeflechte und so weiter, hängen damit zusammen. So, diese fünf Ebenen, Dimensionen, finden sich im Menschen und werden über diese fünf, hängen mit diesen fünf Elementen ganz eng zusammen. Also hochinteressant, sich damit zu beschäftigen. Das wird beispielsweise in der vedischen Wissenschaft des Yoga getan. Ich habe mich selber eine Zeit lang mit diesem Yoga beschäftigt, dass über diese fünf Chakras und über diese fünf Elemente dem Menschen seine eigenen inneren Dimensionen erschließt. Und indem es ihm seine eigenen inneren Dimensionen erschließt, auch diese Dimensionen des Universums, die im Moment noch nicht eingetragen sind, aber die parallel dazu existieren, der Schlüssel. Das sind teilweise Traditionen aus dem Kundalini-Yoga, aus dem Raja-Yoga, teilweise aber auch Traditionen, die mit dem Bhakti-Yoga in Beziehung stehen, die über dieses Wissen verfügen und auch über diese Erfahrung verfügen. Da gibt es beispielsweise dann Übungen, die
mit Körperübungen beginnen, die aber auch dann in geistige und Meditationsübungen hineingehen, die sehr viel auch mit dem Atem zu tun haben, wo also jedes einzelne Element im Körper bewegt wird, um diese verschiedenen Ebenen und Dimensionen in uns zu erheben und zu transformieren, sodass wir diese einzelnen Bereiche uns mit unserem Bewusstsein erschließen können. Parallel dazu sind diese Ebenen in uns auch im Universum gespiegelt. Die erste Ebene, die wird als Bhu-Mandala bezeichnet, oder als Bhu. Der Begriff Mandala ist hier nicht notwendig. Das beschreibt den Kreis der Erde. Mandala heißt Kreis, Bhu bedeutet so viel wie Erde. Der zweite Begriff, diejenigen, die Bücher vom Armin Hesse gelesen haben, die Gott und die Götter beispielsweise, die sind mit diesen Begriffen vielleicht schon vertraut. Bhuva beschreibt erdnahe Bereiche, die sehr stark in den feinstofflichen Bereich schon hineingehen. Das dritte ist Svarga. Das ist ein Bereich im Universum, der manchmal schon als, der in den Veden schon als himmlisch bezeichnet wird. Das heißt, dort gibt es Lebensformen im Universum, deren Macht und deren Aktionsradius im Universum nur vergleichbar wäre mit dem Begriff, den du schon erwähnt hast, nämlich den Göttern. Das sind also diese Lebensformen, die auf der Ebene von Svarga existieren, auf der Ebene von Bhuva existieren feinstoffliche Wesenheiten, die wir vielleicht eher als Engel bezeichnen würden, obwohl das ein Begriff ist, der sich hier auch nicht eindeutig zuordnen lässt, der teilweise auch höheren Ebenen zugeordnet wird. Es sind aber auch andere feinstoffliche Lebensformen erwähnt, die in allen Kulturen, in allen alten Kulturen bekannt sind, immer wieder beschrieben werden. Die dritte, dann die weiteren heißen, das sind erstmal nur Begriffe, die hier nicht sehr viel weiter diskutiert werden, Mahajana und Tapa, Loka, und die siebte Ebene wird als Satya bezeichnet. Satya, Tapa, Jana, Maha, Svarga, Bhuva und Bhu. Das sind die sieben Ebenen oder die sieben Dimensionsebenen, die in der vedischen Kosmogonie beschrieben werden als die vertikale Struktur des Universums. Als die verschiedenen Bewusstseinsebenen, auf denen Leben existiert, auf denen Lebewesen existieren. Und das spiegelt sich dann natürlich auch in materiellen Strukturen wider. Das heißt, sogenannten Planetensystemen oder Lebensbereichen innerhalb des Universums. Das geht also hier weiter. Das heißt, wir haben auch noch zwei weitere Chakren, Vishuddha. Das sechste Chakra ist das sogenannte Ajna Chakra, das zwischen den beiden Augen liegt, also im Bereich des dritten Auges. Und das siebte ist das Sahasra Chakra, das Sahasra heißt auch tausend, das heißt der tausendblättrige Lotus, den wir häufig auch auf Buddha-Darstellungen finden oder Darstellungen anderer erleuchteter Lebewesen, die dieses Chakra geöffnet haben. Das heißt, es ist eine bildhafte Sprache, die auch in ihrem Bewusstsein so weit gekommen sind, dass sie sich diese höchste Dimensionsebene im Universum erschließen können. Das wird dann symbolisch dargestellt bzw. sogar wahrgenommen als ein tausendblättriger Lotus, der auf dem Scheitelchakra des Menschen erwacht. Hier oben, hier finden wir also zunächst einmal die fünf Elemente der grobstofflichen Wirklichkeit zuordnen. Und diesen Bereich hier oben, der wird recht komplex, den möchte ich an dieser Stelle so nicht weiter konkretisieren. Das, was wir hier wiederfinden, ist die sogenannte vertikale Struktur des Universums. Um das ganze Bild kurz zu vervollständigen, haben wir auch hier wieder das Prinzip der Spiegelung. Das heißt, die sieben Wirklichkeitsebenen, die mit der Erde beginnen, spiegeln sich ebenfalls nach unten hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Die zeichne ich bewusst in einen kleineren Bereich hinein,
weil sie auch nach vedischer Darstellung räumlich gesehen sehr stark komprimiert sind. Dort finden sich Spiegelwelten dieser Wirklichkeit, eine Spiegelwelt, von der man sagt, dass das Jyotish, das Licht, dort eben nicht hingelangt. Auch wieder eine Metapher. Das heißt, ein Bereich, in dem die Gesetzmäßigkeiten dieser oberen Welt nicht in dieser Form gelten, oder die sogenannten Schattenbereiche des Universums, die ebenfalls 7 an der Zahl sind. 7 oben und 7 unten. Das macht insgesamt 14 Systeme, von denen sich 7 oberhalb und 7 unterhalb des irdischen Bewusstseinskreises bewegen. Das sind ja Bewusstseinsebenen, aber Bewusstseinsebenen manifestieren sich nach dem Prinzip, das wir vorher gezeigt haben, eben durch diesen Aktualisierungsprozess immer auch als räumliche materielle Systeme. So, das ist zunächst einmal ein Bild, das ich am liebsten an dieser Stelle weiter ausbauen würde, um es etwas zu erstens zu konkretisieren und auch zu veranschaulichen und auch praktisch zu gestalten. Das wird mir wahrscheinlich an dieser Stelle zeitlich nicht gelingen, aber es ist eine gute Grundlage, um dann vielleicht an einem nächsten Vortrag, wir sind ja dann Was ist Leben oder naturwissenschaftliche Grundlagen von was auch immer. Ja? Der Titel der Vorträge ist ja egal, wir machen einfach da weiter, wo wir hier aufgehört haben. Das ist nämlich sehr, sehr spannend, das jetzt wirklich in uns wiederzufinden. Das ist ja interessant, dass es da verschiedene Planetensysteme gibt und es gibt da ganz faszinierende Beschreibungen, welche Lebensformen dort existieren, was die Wesenheiten dort machen. Das ist total spannend und die vedischen Schriften sind voller Geschichten, was also die machtvollen Wesenheiten aus Svagaloka tun und wie diese feinstofflichen Wesenheiten von Uvaloka immer wieder in die menschliche Geschichte eingreifen, wie sogar die Typen von da unten immer mal wieder auch ihren Einfluss auf Bhumandala, ihren Anspruch erheben und es da auch immer wieder zu Kampfsituationen zwischen dem Licht- und den Schattenbereichen gibt. Alles das, was sich tagtäglich in uns auch abspielt, spielt sich ebenfalls hier ab. Übrigens, der Mensch besitzt tatsächlich nicht nur diese 7 höheren Chakren, sondern diese 7 niederen Planetensysteme sind auch unterhalb des Muladhara Chakras als Chakren in uns manifestiert. Das heißt, die sind im unteren Bereich des Körpers, liegen sehr viel dichter beieinander als die oberen 7 Chakren und sind in der Yoga-Praxis auch sehr, sehr wichtig, weil die Kundalini-Kraft, das heißt die Lebenskraft, das Bewusstsein, nur dann wirklich erhoben werden darf zu den höheren Bewusstseinszentren, wenn die Einflüsse von diesen niederen Bereichen nicht mehr die Lebenskraft, also nicht mehr auf die Lebenskraft wirken, weil es sonst zu Riesenexplosionen und Katastrophen geben kann, sodass also diese niederen Bewusstseinsbereiche eine sehr große Macht bekommen über das Individuum. Und das kann natürlich auch bedeuten, dass diese niederen Bewusstseinsbereiche sehr große Macht bekommen können über die Menschheit selber oder über die Geschichte, und das geschieht auch regelmäßig. Deswegen ist das also eine hochinteressante Geschichte, sich mit dieser Thematik auf verschiedenen Ebenen zu beschäftigen, psychologisch sich damit zu beschäftigen oder auch sich damit karmisch zu beschäftigen. Das ist eine ganz interessante Thematik. Ich wäre jetzt also fast noch verleitet, den karmischen Zusammenhang hier darzustellen, das möchte ich an dieser Stelle jedoch nicht tun. Sondern eben darauf hinzuweisen, dass dieses ganze komplexe System, dieses ausdifferenzierte System von verschiedenen Bewusstseinsebenen, das in den Veden beschrieben wird, dass das letztlich zurückgeht auf eine sehr, sehr einfache Beschreibung des Universums. Zunächst einmal die gesamte Wirklichkeit in 2 Bereiche teilt, nämlich den materiellen und den spirituellen Bereich. Das ist keine Dualität im Descartes'schen Sinne, sondern das Materielle als eine notwendige Spiegelung des Spirituellen in dem
bedingten Bewusstsein, mit dem wir uns zurzeit bewegen. Und wenn ein Mensch zurückfindet in diese ursprüngliche Wirklichkeitsebene, die spirituelle Wirklichkeitsebene, dann erschließt sich ihm auch die materielle Wirklichkeitsebene als eine durch und durch spirituelle. Und er sieht dann, wenn er zu seinem ursprünglichen spirituellen Bewusstsein zurückkommt, sich aus diesen ganzen komplexen Strukturen wieder lösen kann, indem er letztlich, wir haben das gesehen, auf den höheren Ebenen mit seinem Geist, mit seiner Intelligenz und auch mit seinem Ego sich zurückbegibt in die Identifikation als ein ewiger spiritueller Teil Gottes. Dass er dann auch diese materielle Wirklichkeit als ursprünglich spirituell wahrnehmen kann. So diese einfache Unterteilung in einen materiellen und einen spirituellen Bereich liegt der ganzen Komplexität des vedischen Weltbildes zugrunde. Und diese Komplexität der Differenzierung ist nur deshalb notwendig, weil es verschiedene Annäherungen des Materiellen an das Spirituelle gibt. Das heißt, sagen wir, verschiedene Annäherungen oder anders ausgedrückt könnte man auch sagen, verschiedene Entfernungen im Bewusstsein. Je näher ich dem Spirituellen in meinem Bewusstsein bin, das heißt, je stärker ich die Einheit denken kann von allem, was existiert in Gott, dann, also je näher ich dem bin, desto weniger stecke ich in dieser Struktur drin. Desto weniger stark bin ich damit identifiziert. Und je weiter ich davon entfernt bin, das heißt, je stärker ich mich selber in der Isolation definiere und wahrnehme, als ein von Gott getrenntes Wesen, als ein Wesen, das sich mühsam in dieser Welt durchschlagen muss, seiner eigenen Kraft, desto tiefer stecke ich drin in dieser Struktur und bin dann natürlich auch darin verhaftet. Es ist also letztlich nur eine Frage der Annäherung wieder an das ursprüngliche spirituelle Bewusstsein, dass diese ganze komplexe Geschichte hier wieder auflöst und in den ursprünglichen spirituellen Zustand zurückkommt. Gut, an dieser Stelle möchte ich meine kleine Vorgabe kurz unterbrechen, nicht kurz unterbrechen, sondern einfach euch bitten, ja, eine Frage zu stellen oder Kommentare dazu zu geben. Erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Sammeln so für Anzeigen und Flugblätter und so. Ich lasse so ein paar Typen mal ganz schnell rumgehen. Und dann machen wir weiter mit den Diskussionen. Ich habe schon die Typen vorbereitet. Wow. Ja, unruhig. Ja, also weil die liebe Irmela, die macht das Ganze sehr stark aus ihrem eigenen Einsatz heraus. Ja, du doch auch. Du machst das doch auch alles aus deinem eigenen Einsatz heraus. So. Schön, und hier geht's weiter. Wo ist die zweite Liste? Nicht, dass sie irgendwo verschwindet, weil zwei Listen unterwegs waren. Ja. Ich bin immer sehr fasziniert bei dir, muss ich sagen, wie du zuerst von der rein physikalischen Ebene dann so die Kurve kratzt und zu diesem Wesen und damit auch in unserem doch sehr technizistischen, materialistischen Denken auch eine Rechtfertigung für dieses spirituelle Denken der Weben gibst. Und das ist, wie wir denken, finde ich, etwas ganz Faszinierendes. Nämlich so in diesem ganzen spirituellen Bereich bleibt man oft in diesem Bereich und man ist so sehr ungläubig, ob das alles so stimmt. Aber wie du sie diesen Zusammenhang bringst, das entspricht unserem Leben sehr stark, finde ich.
So, was für Fragen gibt es? Du hast die Luft bei dem, du hast das Element Luft, den steuernden Dimensionen zugeordnet. Und ganz am Anfang hast du aber zum Beispiel gesagt, dass das Gase nicht mal dreidimensional sind. Jetzt hast du sie einer überraumzeitlichen Dimension zugeordnet. Wie kommt man dazu? Ja, danke. Das Element Luft lässt sich nicht mit dem herkömmlichen Begriff der Atemluft oder der Raumluft identifizieren, sondern das Luftelement hängt im Wesentlichen mit Quantenprozessen zusammen. Also wenn wir es überhaupt physikalisch deuten wollen. Wenn wir also die Luft nehmen, die lässt sich vollständig aus den Elementen Erde, Wasser und Feuer beschreiben. Das ist also, die Elemente Erde, Wasser und Feuer reichen aus, um die dreidimensionale Wirklichkeit mit den verschiedenen Gasen, ne, die bestehen also nicht, natürlich ist das Element Luft daran beteiligt. Aber du darfst die nicht so eins zu eins gegenüberstellen. Ja, das ist eben ganz interessant, es gibt ein ganz wichtiges chemisches Symbol, das ist das sogenannte Ohm. Das wird ja so dargestellt. Hier haben wir ein Teil des Schriftzeichens, das wie eine 3 aussieht. Und es hat auch 1, 2, 3 Elemente. Und diese 3 Elemente werden auf den 3 Elementen Erde. So, es ist Erde, Wasser und Feuer zugeordnet. Und das Element Luft entspricht dem Halbmond und das Element Äther dem Bindu oder dem Punkt, den wir hier finden. Das heißt, die dreidimensionale Wirklichkeit, Erde, Wasser, Feuer, das vom Äther her gesteuert wird über die Schwingung des Luftelements. Also das Luftelement wird Schwingung zugeordnet und diese Schwingung werden in der modernen Physik eben als Quantenzustände beschrieben. Denn die moderne Physik, darüber haben wir beim letzten Mal gesprochen, beschreibt ja die ganze Wirklichkeit in dem Sinne als ein ganz komplexes System von Schwingungen. Und diese Darstellung der Wirklichkeit auf der Schwingungsebene, die auch manchmal als die Quantenebene dargestellt und beschrieben wird, ist dem Luftelement zu. Die vier Quantenzustände von Elektronen? Die was? Die vier Quantenzustände von Elektronen und so was? Ja, damit hängt das sicher auch zusammen, aber an der Stelle wollen wir jetzt nicht in die Tiefe gehen. Ja. Als wir noch bei G4 waren und mathematische Prozesse, die irgendwie so durch Schlüsselloch und stabilisiert wurden, genau. Geht es über die Steuerungsebene zur Informationsebene oder umgekehrt und dann in diese materielle Welt und so, wenn ich das so richtig verstanden habe. Wo ist denn da der freie Wille? Also das hat sich so angehört, als wenn sie auch nur so gesteuert werden. Nee, ganz umgekehrt. Du wirst erleichtert sein, wenn du das jetzt hörst. Ganz genau umgekehrt. Du glaubst ja, wir armen Schweinchen, wir sitzen hier im R2D2, hier R3T, ne? Da sitzen wir rum und irgendwelche Bonzen da oben, ne? Oder hier da unten oder da hinten, die steuern uns hier. Das ist ja wieder eine Herrschaftstheorie, die da vorgestellt wird. Nein, du bist ja nicht hier, du bist ja da. Ja nur, da sind wir, aber wir glauben da zu sein, das ist unser Fehler. Also insofern hast du gerade den Kardinalfehler angesprochen. Wir haben uns mit unserer Wahrnehmung, mit unserem Bewusstsein ganz in diesem Bereich vergraben, dass wir uns nicht einmal bewusst darüber sind, dass wir ursprünglich Teil... Dass wir uns selber steuern. Ja, ja, wir steuern unser Erscheinungsbild hier, nicht? Damit mich andere schön sehen können und schön hören können, führe ich diesen Körper mal hier vor. Aber das bin ja nicht ich. Ich bin ja die ewige spirituelle Seele, die in dieser materiellen Welt überhaupt nicht präsent ist, sondern die mit anderen ewigen spirituellen Seelen, die ja auch nicht präsent sind, das ist ja eigentlich eine komische Angelegenheit, aber die diesen sehr komplizierten Kommunikationsvorgang für uns. Das ist ungefähr wie zwei Leute, die sitzen nebeneinander, wie Hebbeler und ich, das sieht man heutzutage in modernen Büros, und anstatt sich was zu sagen,
schreiben Sie sich eine E-Mail. Das ist also sehr beliebt, heutzutage kennt jeder, ne? Und schreiben zurück. Und das Kommunikationsmittel ist, dem fehlen ja auch so einige Dimensionen. Das hat man ja auch schon gemerkt. Und ich habe zum Beispiel festgestellt, dass sich aus jedem kleinen Missverständnis sofort ein Krieg erzeugen lässt, wenn man ihn versucht, über E-Mails zu klären. Weil einfach mindestens eine oder zwei oder drei Dimensionsebene auf dieser Kommunikationsebene fehlen. Und das gleiche Problem haben wir auch. Wir versuchen, miteinander in Kontakt zu treten oder miteinander zu kommunizieren. Tun das aber über E-Mail oder über eben ein sehr stark eingeschränktes Kommunikationsmittel, nämlich das Material. Da tun wir natürlich noch viele Dinge hinzu, die Emotionen beispielsweise oder noch feinstofflichere Schwingungen, die Lebewesen miteinander austauschen können. Was eben wohl bei der E-Mail ein bisschen weggefiltert wird und deswegen gibt es eben auch die Probleme. Aber wenn wir direkt miteinander kommunizieren und sprechen, dann sind ja ganz andere Schwingungen mit dabei. Die weiter bis zur spirituellen Ebene hin, wo sich alle Lebewesen verstehen können, weil sie alle Teile sind von dem gleichen Ursprung, alle Teile von Gott, alle ewig. Dass man das realisiert, dass wir gar nicht über die Materie kommunizieren müssten, wenn wir nicht glaubten, dass wir das total sind und nichts anderes. Das heißt, wir steuern letztlich als kleine Mitschöpfer, natürlich sind wir abhängige Schöpfer, denn der große Schöpfer ist das Ganze, das ist Gott selbst, ständig unseren Auftritt hier. Das ist unser Geschäftsauftritt in der Materie, nichts anderes. Vielleicht erwähnst du nochmal kurz, dass die Seele ja dieses Charakteristikum hat, dass sie einen freien Willen hat. Wo du vom freien Willen gesprochen hast, das ist doch nochmal ganz, glaube ich. Ja, das sind ja wir. Wir sind freie, ewige, spirituelle Wesen. Ne? Aber das, was hier auf der 3D oder auf der 3D-Ebene, auf der 3D-Bühne, was dort auftritt, das ist eben nicht so frei, weil es natürlich den Naturgesetzen auf dieser Ebene unterliegt, weil es von dort gesteuert wird und so weiter. Aber letztlich dahinter stecken wir. Das heißt, wir haben uns das ja, alles was uns geschieht, selbst Dinge, die uns scheinbar unfrei machen, haben wir ursprünglich durch unsere Gedanken, durch unsere Wünsche, durch unsere Identifikation genauso verursacht. Das heißt, alles was hier ist, ist nichts anderes als ein Produkt des freien Willens. Das gesamte Universum ist ein Produkt des freien Willens. Christian, ich glaube, Heliger, hast du dich auch gemeldet? Heiko? Und dann machen wir erst die drei. Christian, was ist dran? Ich wollte fragen, und zwar hatten Sie die Elektronen und die Proton erwähnt. Und da ist meine Frage, ich habe das in anderen Sendern schon mal was anderes gehört. Sehen Sie die Gravitonen und die Protonen mehr als, also die Gravitonen sozusagen als Antilicht und Protonen sozusagen als Licht? Oder? Ja, bei Bucherheim ist es etwas anders. Werden also verschiedene Wechselwirkungen zwischen diesen verschiedenen Bereichen werden als Teilchen interpretiert. Also sogenannte Kondensation, wie er das nennt. Und da ist die Einflüsse, feinere Einflüsse werden eben als Gravitonen bezeichnet und etwas weniger feine als Photonen. Das ist etwas, was sich nur aus der Heimschen Theorie selber hier erschließt. Und wenn Burkhard Heim von Gravitonen spricht, dann ist das sicher noch etwas anderes, als wenn ein herkömmlicher Physiker von Gravitationswellen spricht. Ich weiß nicht, ob ich den letzten Jahr auf der Erde war, aber Sie müssen auch von einem anderen Universum reden oder von einem anderen Welt. Weil ich habe zum Beispiel die schon mal Theorien mit diesen 40 bis 60 Faktoren Lichtgeschwindigkeit. Ach so. Oder auch die Sachen mit den Biophotonen, da habe ich noch was gelesen, aber ich habe in der Biophysik selber so zum Beispiel nichts gehört darüber. Ja, das glaube ich wohl. Das wird teilweise in der Biophysik bis zum heutigen Zeitpunkt noch als eine Art Abfallstrahlung der molekularbiologischen Prozesse
Weil ja alles, was irgendwie abläuft im Körper, das erzeugt elektromagnetische Strahlung. Mit der mehrfachen Lichtgeschwindigkeit beispielsweise, ich möchte das nur erwähnen, Experimente von Professor Nims und mehrfach an x Universitäten nachvollzogen, wo dargestellt wurde, dass elektromagnetische Strahlung tatsächlich im Labor und in Laborverhältnisse Strecken im Makrobereich zurücklegen kann mit bis zu 40-facher Lichtgeschwindigkeit und noch drüber hinaus. Und dann gibt es natürlich verschiedene Erklärungsmodelle. Und einige dieser Erklärungsmodelle laufen über Gravitationswellen. Das kann ich aber an dieser Stelle nicht darstellen. Also Professor Nims und andere, die darüber geforscht haben. Ich bin mir jetzt nicht sicher, sofort. Ich bin auch nicht bereit, jemanden aufzurufen. Eine Sekunde, dass ich das noch. Ich bin mir nicht sicher, ob ich beim letzten Mal darüber gesprochen habe, dieses Experiment von Professor Nims. War denn jemand da? Nein, ich möchte es an dieser Stelle, weil es so wichtig. Du warst da. Ich möchte es so ganz kurz mal sagen, also so einfach, wie man es darstellen kann, was der gute Mann gemacht hat. Er hat also hier ganz dumm dargestellt. Er hat also hier elektromagnetische Wellen im Mikrowellenbereich, hat die hier losgeschickt und hat sie hier also empfangen. Man hat die Geschwindigkeit gemessen. Das kann man ja machen. Das wird man im Allgemeinen Lichtgeschwindigkeit erwarten. Das hängt vom Medium ab, das dazwischen liegt. Dann hat er aber diesen Bereich ausgefüllt mit einem gewissen Hindernis, mit einem anderen Medium, mit einer dünnen Schichtung aus beispielsweise Plexiglasscheiben. Ganz dünn. Ja? Und er hat festgestellt, wenn also diese Schichtung auf die Frequenz entsprechend abgestimmt ist, dass die Welle da schneller durchgeht, als wenn das Hindernis nicht da ist. Was dazu führen kann, dass letztlich, wenn man die Geschwindigkeit hier misst, das Signal von hier nach dort einer bis zu 40-fachen Lichtgeschwindigkeit übertragen werden kann. Das ist natürlich ein absoluter Skandal gewesen, aber am Ende seines Papers hat Professor Nims eben extra noch mal erklärt, dass das keinen bisherigen physikalischen Erkenntnissen widerspricht und insbesondere nicht der Einsteinschen Relativitätstheorie, denn wenn es das würde, hätte dieser Artikel nicht veröffentlicht werden können. Also, insofern hat er sich dort sehr geschickt abgesichert, eine Erklärung für dieses Phänomen, das absolut dramatisch ist, zunächst einmal, und dieses Phänomen wurde dann in vielen Experimenten an anderen Universitäten bestätigt, hat er in dem Sinne nicht gegeben. Er hat noch eine interessante, das hat man vielleicht anderen Zeitungen nachgelesen, er hat auf dieser Mikrowelle hat er dann eine Mozart-Symphonie moduliert. Ne? Kann man ja über elektromagnetische Wellen, kann man alles mögliche senden, siehe Radio. Und diese Mozart-Symphonie kam dann hier an, natürlich, und konnte hier auch wieder abgespielt werden. Und man stellte dabei fest, dass die hohen Frequenzen, weil Mozart hat ja hohe Frequenzen, vielleicht hohe Trompeten, aber er hat auch tiefere Frequenzen, vielleicht Bässe und sowas dabei und Trommeln und Pauken und so weiter. Und dass die hohen Frequenzen schneller hier durchgehen, also bis zu vielfache Lichtgeschwindigkeit, und die niederen Frequenzen also nur mal wegen so und so vielfache Lichtgeschwindigkeit, sodass das hier nicht alles gleichzeitig ankommt. So, das macht beim Hörgenuss nicht viel aus. Es handelt sich hier nämlich nur um den Unterschied von Nanosekunden. Das ist also dem menschlichen Ohr nicht vergönnt, das zu hören. Deswegen empfindet er das immer noch wunderbar. Mozart ist abgesendet und angekommen. Aber das absolut super interessante, dramatische daran war, dass je schneller die Frequenzen wurden, je höher die Frequenzen waren, desto schneller sind die hier angekommen. Die höchsten Frequenzen sind dort angekommen, bevor sie hier abgesetzt wurden. Nur wenige Nanosekunden. Und das ist nun wirklich etwas, wo das herkömmliche Denken auf den Kopf gestellt werden muss. Das heißt, das Signal kommt hier an, bevor es hier abgesendet wird.
Und das ist zunächst einmal mit herkömmlichen physikalischen Modellen nicht mehr erklärbar. Das Gleiche ist, das möchte ich auch an dieser Stelle nur andeuten, einem russischen Physiker geschehen, nämlich dem, einem Astrophysiker, einem sehr berühmten Astrophysiker mit dem Namen Kosirin. Das ist ein Professor, der das größte damals, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, damals das größte Spiegelteleskop der Welt, irgendwo in Sibirien, benutzte. Es war ein Professor, der auch eine Formel entwickelt hatte, mit der man die dreidimensionale Bewegung von einem beliebigen Himmelskörper im Universum beschreibt. Ein ganz berühmter Astrophysiker. Und dessen Leute hatten, ich weiß nicht, ob das was mit Wodka zu tun hatten, aber auf jeden Fall hatten die in einer Nacht das Teleskop auf einen völlig uninteressanten Punkt gerichtet und belichten lassen. Das belichtete über mehrere Stunden. Und als der Professor dann später zurückkam, hat er sich sehr gewundert, was dort geschehen war, warum dieser komische Punkt belichtet wurde, und keiner konnte ihm das erklären. Auf jeden Fall hat er sich dann angeguckt, was belichtet wurde, und hat festgestellt, dass dort etwas sehr, sehr, sehr Vertrautes erschien auf dem Bildschirm, nämlich nichts anderes als die Andromeda-Galaxie. Andromeda-Galaxie, vielleicht für diejenigen, die das jetzt nicht parat haben, ist die nächste Galaxie von hier aus. Die ist unser direkter Nachbar. Die ist so nah an uns dran, dass man sie mit einem mit einem guten Fernrohr kann man sie sehen. Man könnte sie mit großem, bloßem Auge sehen, weil sie ist von ihrer Ausdehnung am Sternenhimmel ungefähr 6-mal so groß wie der Mond. Ja? Die Andromeda-Galaxie. Man sieht sie nur nicht direkt, weil sie ist, also die Lichtstärke, die hier ankommt, ist etwas zu schwach, als dass man sie mit bloßem Auge direkt sehen könnte. Aber wenn man sie sieht, ihr habt vielleicht diese Fotos gesehen, wunderschöner Spiralnebel. Ja? Die Andromeda-Galaxie, 6-mal so groß wie der Mond. So, die war auf dem Foto drauf. Na gut, die wurde schon 1000-mal oder 10.000-mal fotografiert. Was war das Besondere daran, dass ich das hier heute Abend erzähle? Und Sonne war daran, dass da die Andromeda-Galaxie überhaupt nicht war. Die ist ganz woanders. Ja? Das kann ja mal passieren. Das müssen wir aber überprüfen, weil eigentlich kann es nicht passieren. Nächste Nacht wieder belichtet, an der gleichen Stelle, wo keine Andromeda-Galaxie ist, weil die ist ganz woanders. Aber da ist sie, auf dem Foto zu sehen. Und natürlich, ganz so wie ich es erzählt habe, kann es nicht gewesen sein, weil das muss dem Professor Kosirin schon vorher aufgefallen sein. Den Punkt, den seine Leute aus irgendeinem Grund anvisiert haben, ist natürlich der Punkt, wo die Andromeda-Galaxie heute ist. Heute. Ja, wo sie heute ist. Aber man dürfte sie dort nicht fotografieren können. Warum nicht? Weil das Licht genau 2 Millionen Jahre braucht, um hierher zu kommen. Die ist nämlich 2 Millionen Lichtjahre von uns entfernt. Ja? Wenn ich ein Foto von einem Planeten, von einem Himmelskörper mache, der 2 Millionen Jahre weg ist, dann weiß ich, das, was ich sehe, das sah so vor 2 Millionen Jahren aus. Ja, das ist also eine enorme Verzögerung im intergalaktischen Maßstab. So, jetzt hat er, nehmen wir es mal so, hier ist die Andromeda-Galaxie heute. Ach, eine schöne Galaxie. So, vielleicht, naja, Galaxie. Da ist die heute. Aber wenn ich mein Teleskop auf die Andromeda-Galaxie richte, dann sehe ich sie dort nicht. Und ich muss an dieser Stelle auch noch hinzusagen, dass die nicht belichtet haben mit einer Fotozelle, das heißt mit einem Empfänger, der empfindlich ist für Licht, sondern mit piezoelektrischen Kristallen, die also nicht auf Licht empfindlich reagieren, sondern auf andere, nämlich beispielsweise Gravitationswellen. Und das ist eben ein Hinweis darauf, hier, sagen wir hier, das mache ich so, dort stand Andromeda vor 2 Millionen Jahren. Wenn ich dahin mein Objektiv richte,
dann kriege ich heute dort ein gestochen scharfes Bild von der Andromeda-Galaxie. Ist ja klar. Das Licht wurde hier vor 2 Millionen Jahren abgesandt. Es hat 2 Millionen Jahre gedauert. Jetzt kann ich das fotografieren. In der Zwischenzeit ist die dahin gewandert. Die bewegt sich ja von der Stelle. Und das ist eine ganz schöne Distanz. Das macht, ich weiß nicht, wie viel Grad am Sternhimmel aus. Das ist also ein ganz schönes Stück, was die in 2 Millionen Jahren sich bewegt. Sie fragte, wie kann es sein, dass ich die sehe? Offensichtlich nicht durch Licht übertragen, sondern durch andere Wellen, nämlich Gravitationswellen. Und die brauchen irgendwie oder anders überhaupt keine Zeit. Also ich dachte, okay, jetzt wage ich mal etwas, was aller Logik widerspricht. Und am nächsten Tag, oder in einer Woche, ich weiß es nicht, richtete er sein Teleskop auf den Punkt, wo die Andromeda-Galaxie in 2 Millionen Jahren stehen müsste. Er hat die Formel, um das auszurechnen, wo sie stehen müsste, hatte er schließlich selber entwickelt. Dafür war er der gute Professor. Und rechnete das aus und sagte, mal gucken, was passiert. Die ist da in 2 Millionen Jahren, vielleicht sieht man ja schon was. Ich habe zwar keine Zahl, eigentlich müsste ich 4 Millionen Jahre warten, aber vielleicht geht es ja auch so. Und was bekam er? Ein Foto von der Andromeda-Galaxie. Allerdings nicht gestochen scharf wie die anderen beiden, sondern mit einer Schärfe, die sich nicht optimieren ließ. Haben das immer wieder gemacht, immer wieder kam ein Foto, aber leicht verschwommen. Und sie sah aus, nicht wie die Andromeda-Galaxie, wie sie vor 2 Millionen Jahren aussah, diese, die ja schon anders aussieht, das heißt, die Fotos sind anders als diese, sondern man sah, die Andromeda-Galaxie hatte sich weiterentwickelt, die Spiralnebel drehen sich, hier und da flockt was aus, ja, die Galaxien haben ja so ihr eigenes Leben, da passiert in 4 Millionen Jahren eine ganze Menge, neue Planeten, Sternsysteme entstehen und so weiter und so fort. Das heißt, er bekam ein bis zu 70% scharfes Bild von Andromeda, wie sie in 2 Millionen Jahren aussehen wird. 3 Bilder. Innerhalb von einer Woche oder 2 Wochen. Die Andromeda-Galaxie in einem Abstand von insgesamt 4 Millionen Jahren zeigen. Das ist also eine ganz faszinierende Entdeckung, die den Professor dazu bewegt haben, eine ganz wichtige Entdeckung zu machen. Nämlich, dass es Zeitwellen gibt und dass sich Zeitwellen spiegeln lassen und deswegen das Ganze nur mit dem Spiegelteleskop. Ja? Und Zeitwellen lassen sich spiegeln, sie lassen sich reflektieren und durch solch einen Reflexionsmechanismus entstehen von jedem Objekt 3 Bilder. Das ist wie wenn ich vom Spiegel stehe oder jeder von euch. So. Dann, das ist der Spiegel, gibt es 3 Bilder. Eines hinter dem Spiegel, eines hier und eins im Spiegel. Das ist aus der Optik bekannt. Diese 3 Bilder entsprechen, hier räumlich dargestellt, diesen 3 Bildern, die von der Andromeda-Galaxie gemacht wurden. Was eben ein Hinweis darauf ist, dass sich auch Zeitwellen spiegeln lassen. Und nach diesem Prinzip gibt es in der Schweiz mittlerweile einen solchen Spiegel, eine Spiegelkammer in einem Tiergesundheitszentrum in Uzbil, wo Zeitwellen eingefangen werden, gespiegelt werden und man benutzt das, um Pferde zu heilen. Da werden also Pferde werden dort hineingebracht, in diese Spiegelkammer. Die hat bestimmte Maße und Proportionen, ganz genau berechnet, total verspiegelt. Und dort werden Pferde hineingebracht, die dort geheilt werden von Krankheiten. Eine ganz spannende Geschichte und man kann das im Internet nachlesen. Tiergesundheitszentrum Uxbill oder Kosirev-Spiegel kann man diese Dinge im Internet finden. Das sind also Dinge, die auch mittlerweile in praktischen Bereichen umgesetzt werden. Also da gibt es mehr, als man vermuten würde mittlerweile an Informationen, die nicht alle immer so total Verbreitung finden in den wissenschaftlichen Kreisen oder auch in populärwissenschaftlichen Kreisen. Allerdings Dinge, die
schon auch in wissenschaftlichen Kreisen sehr intensiv diskutiert werden. Professor Kassierer fehlt mittlerweile nicht mehr, aber es gibt Wissenschaftler, die auf diese Experimente verweisen. Also mehrfache Lichtgeschwindigkeit ist nachgewiesen, nur sind sich die Wissenschaftler nicht wirklich einig über die Erklärungsmodelle, mit denen man das Ganze machen soll. Markus, du zeigst uns hier lange doch anders zu denken. Ja, gut, das, warum habe ich das jetzt erzählt? Ich meine, das sind so ein bisschen Sachen, die einem zeigen, dass es da eben Wirklichkeitsebenen geben muss, die über das mechanistische Verständnis. Entschuldigung, bevor alle gehen, am 17. März ist die nächste Veranstaltung. Was ist Leben? Nur mal als Information, okay? Wieder mit Markus. Er hat beides bleiben. Hildegard und Heiko. Könntest du bitte nochmal das Bild mit den Chakren aufblättern? Ja, gerne. Ja, danke schön. Das ist eine Skizze des multidimensionalen Kosmos, zumindest auf der rechten Seite. Und wir stellen fest, dass die Erde quasi, ja, und so wie es dargestellt ist, den Dreh- und Angelpunkt darstellt, dieses Kosmos, insofern als sie die Trennlinie ist zwischen dem Lichtbereich und dem Schattenbereich. Das ist ja alles andere als selbstverständlich. Warum soll in einem so komplexen Geschehen ausgerechnet unsere Erde diesen Dreh- und Angelpunkt bilden? Ja. Warum wäre das so? Das ist eine gute, ganz, ganz wichtige Frage, weil es klingt ja sehr anthropozentrisch. Ganz genau. Ja? Wir sitzen hier gerade auf diesem fantastischen Planeten und sind mal wieder genau in der Mitte des Universums. Ja? Und nächste Woche findet der Polsprung statt, weil wir jetzt gerade leben. Also alles, was wichtig ist, das kommt gerade jetzt und gerade hier und wir sind auf Sendung. Ne? Das ist klar. So ist es nicht gemeint. Sondern mit Erde ist hier ein Bewusstseinsbereich gemeint, zu dem wir tatsächlich gehören, als menschliche Lebewesen. Und dieser Planet Erde ist nur eine physische Manifestation von dieser Dimensionsebene, von dieser Bewusstseinsebene. Denn der Planet Erde befindet sich ja in einem Sonnensystem, in einem Planetensystem mit einer Sonne. Und von diesem gibt es unzählige Universen. Und in jedem dieser Systeme gibt es wiederum verschiedene Planeten, die Leben beherbergen und die auch wieder diesen unterschiedlichen Ebenen zugeordnet werden. Das heißt, wir finden die Erde in dem Sinne nicht einmalig im Universum. Wir können davon ausgehen, dass die Natur so etwas wie Leben, oder anders ausgedrückt, die Natur bringt normalerweise nichts nur einmal hervor. Und deswegen ist es auch sehr, sehr unwahrscheinlich, dass sie so etwas wie die Erde mit Leben nur einmal hervorbringt. Wir gehen also davon aus, dass dieses System, das wir jetzt finden, sich im Universum, sich überall widerspiegelt. Es geht also nicht einfach nur um diesen Planeten, der hier zugeordnet wird, sondern es ist einfach eine bestimmte Bewusstseinsebene. Heiko? Also als ich Physik studiert habe, da wurde uns natürlich der Bruckheim vorenthalten. Was ja auch nicht weiter verwunderlich ist, aber mich würde einfach interessieren, wie du das einschätzt, also so in der aktuellen Forschung, was für eine Rolle spielt der da? Oder ist es eher sozusagen in philosophischen Bereichen angesiedelt, dass du irgendwie eine Reflexion erklärt? Burkhardtheim spielt heute keine wesentliche Rolle. Das liegt daran, erstens ist sein Ansatz, den er gewählt hat, mathematisch sehr, sehr anspruchsvoll und nur sehr, sehr wenige Universitätsprofessoren haben sich also die Mühe gemacht, das wirklich nachzuvollziehen. Das zweite große Problem ist, dass Burkhardtheim eben im Jahr 2000 verstorben ist
Und er, das muss man leider sagen, der Einzige war, der seine Theorie wirklich verstanden hat. Vollständig. Es gibt einen anderen deutschen Physiker, mehrere deutsche Physiker, die ebenfalls lange Zeit mit ihm zusammengearbeitet haben. Und ein Teil seines Wissens wurde mit ihm geteilt. Aber es ist ihm nicht gelungen, das wirklich in einer solchen Komplexität zu kommunizieren, dass das jemand wirklich weiterführen könnte. Auf der anderen Seite, das ist häufig so, der erscheint jemand, der ist seiner Zeit ein bisschen voraus. Also ich weiß das von Illobrand von Ludwiger, das ist auch ein Physiker, der bei der deutschen DASA als theoretischer Physiker federführend gearbeitet hat und der mit Quockertheim lange Zeit intensiv zusammengearbeitet hat. Der hat mal vor vielen Jahren hat der in Amerika, in den USA einen Vortrag gehalten, wo er Burkhardt-Heims Theorie vorgestellt hat. Und bei dieser Sache hat er nur Grundlagen der, bei diesem Vortrag nur Grundlagen der heimischen Theorie vorgestellt. Bei diesem Vortrag war ein Zuhörer dabei, der heißt Professor Puh. Ganz bekannter amerikanischer Physiker. Puttak, nee. Ist ja auch fast egal, der Name. Auf jeden Fall total bekannt. So bekannt, dass mir der Name gerade entfällt. Aber ist ja also ein wichtiger Mann in der modernen Physik in Amerika. Und als er den Vortrag gehört hat, ist er danach zum Illogan von Ludwig gegangen und hat gesagt, ihr Deutschen seid uns ja um 30 Jahre voraus. Und das war ein Wissen, das 30 Jahre alt war. Ja? Und 60 Jahre. Patrick. Ah, nee. Das ist ein amerikanischer Name, der mir gerade irgendwie nicht auf die Zunge möchte. Also bitte nicht als Anti-Amerikanismus ausdeuten. Sondern das ist, also, kommt mir gerade nicht. Vielleicht fällt er mir noch ein. Ne? Also, auf jeden Fall, diese 60 Jahre, und er war wirklich seiner Zeit sehr weit voraus, weil er vielleicht sogar durch seine sinnliche Beeinträchtigung einfach so stark auch nach innen gerichtet war, dass es nicht mehr nachvollziehen nicht nach. Ich bin also, heutzutage gibt es wichtige andere Ansätze, die auch in ähnliche Richtung gehen, auch mit Gravitationswellen arbeiten, beispielsweise das Global Scaling vom Dr. Hartmut Müller, die im Moment sehr, sehr stark auch diskutiert werden und die sich auch eben mit diesem Phänomen der mehrfachen Lichtgeschwindigkeit konstruktiv auseinandersetzen und auch in der Lage sind, technische Beweise zu liefern für die Richtigkeit dieser Ansätze. Aber Burkhardt-Heim, ich sehe da im Moment keine große Chance, dass das weitergeht. Leider. Also es wäre ein interessantes Feld für Physiker, sich damit zu beschäftigen. Ja, ich würde gerne den Bogen verschlagen zu dem politischen und sozialen Leben im Grunde. Also mich interessieren diese ganzen Geschichten deshalb so sehr, weil wir haben so ein anderes Verständnis von mir selbst, auch als Person, als Mensch, hier drin, dass es unnötig macht, dass ich jetzt hier weiter herumhase und versuche, politische Aktivitäten irgendwen dazu zu bewegen, zu Sachen, die er gar nicht machen will. Also ich will jetzt einfach von politischen Kämpfen auch, an die wir immer noch glauben. Und was mir so wichtig daran ist, dass diese Theorie, wenn sie stimmt, und sie hat das wahnsinnig viel für sich, bedeutet, dass ich diesen ganzen Prozess der Entdeckung hier als eine innere Wissenschaft, so eine innere Wissenschaft mache, bei der ich auch friedvoll sein muss, sonst sehe ich nämlich überhaupt nichts. Also ich kann keine einzige Chakra, zum Beispiel Dimensionen, die erschließen, wenn ich mich in großen Erregungszuständen befinde. Das ist krank. Ich kann also Selbstbeobachtung nur machen, zum Beispiel, wenn ich relativ friedvoll bin. Und immer friedvoller und immer stiller wäre, um überhaupt Frieden in Beobachtung zu können. So ein Aspekt davon. Aber ich finde ihn deshalb so wichtig, weil er, sagen wir so, weil die Schlussfolgerung für unser Zusammenleben davon ungeheures sind. Sie sind für mich die Grundlage von Frieden überhaupt. Und das bedeutet, dass ich aufhören kann zu kämpfen.
Das Einzige, was ich nur tun muss, ist, mir Mühe zu geben, das Wissen anzueignen und die Praktiken mir zu besorgen. Ne? So, und sie sind ja aber da, um diese ganzen Entdeckungen zu machen. Und sie fangen voll an und sie enden immer noch die Tiefen und Frieden. Das wollte ich Ihnen mal sagen. Stimmst du dem zu? Danke, sehr, sehr wohl. Und ich denke, die große Aufgabe, die wir haben, ist eben aus diesem Frieden heraus, den man findet auf dem spirituellen Weg, diese Spiritualität so zu vermitteln, dass sie eben auch von anderen Menschen wahrgenommen werden kann, die sich das vielleicht noch nicht gegönnt haben, den spirituellen Weg zu gehen, durch Dinge, die auch andere verstehen können, durch Kultur, durch Musik, durch ein Beispiel, das man gibt und einfach einen anderen Umgang, eine andere politische Kultur. Es geht ja darum, diese Spiritualität wirklich praktisch umzusetzen, sodass sie wahrnehmbar wird, die Menschen, erfahrbar wird. Ich will da nochmal ganz kurz was einflechten. Also manche von uns kommen ja eigentlich aus der politischen Bewegung und landen dann bei der Spiritualität. Und das wäre wirklich mal ein außerordentlich interessantes Thema. Wie passiert das? Und was ist vorher schiefgelaufen oder was wird wirklich nicht erfüllt im politischen Kampf? Das heißt jetzt nicht, ich will jetzt überhaupt, geht es jetzt hier nicht um politischen Kampf, ja oder nein, aber mit dieser Spiritualität, das ist schon eine sehr wesentliche Frage, glaube ich, dass man das mal vielleicht genauer untersucht, warum man dann da auch ist. Und was denn? Du was? Ja, ich habe nein, wir wollten nicht zu lange, halb zehn. Du und da hinten? Ja, ich wollte nochmal fragen, wenn man ja so zum Beispiel jetzt angenommen, diese vedische Theorie, die würde jetzt richtig in die Praxis umgesetzt werden und neue Kinder würden jetzt genau in dieses neue Bewusstsein aufgezogen werden. Dann hätten sie ja so vielleicht wie in alten Ägypten eine Richtlinie, wie zum Beispiel in alten Ägypten die Ärzte, die hatten ja nicht geforscht oder jemanden sich angeguckt und versucht herauszufinden, was er hat, sondern sie hatten Pergamente, wo alles aufgeschrieben worden ist, was, wenn einer zu dir kommt und ein Loch im Kopf hat, dann mache das und dies und das. Und es waren ganz, schon vorgegebene Praktiken und er musste von sich aus selbst nicht mehr so viel machen. Und meine Frage ist da nicht die Gefahr, dass wenn ich dann zum Beispiel auf diesem so einem spirituellen Weg wäre oder sowas, das, und schon in den vedischen Schriften lese und mir diese vorgegebene Sache angucke, dass dann vielleicht von mir selbst so wenig kommt. Oder wo ist dann die Sache, das Abenteuer des Lebens, wenn eigentlich alles schon irgendwo geschrieben ist und du es dort quasi nachmachen müsstest? Also, danke. Das ist auch ein sehr, sehr guter, Beitrag, denn ich bin auch der festen Überzeugung, dass wir als Bewohner dieses Jahre 2005 nicht einfach vedisches Wissen von vor 5000 Jahren übernehmen können. Das wird überhaupt nicht funktionieren. Das wird nicht funktionieren, sondern es kann für uns nur eine Anregung sein. Es kann für uns nur eine Anregung, vielleicht auch eine Hilfe sein und auch eine Führung geben für unseren eigenen spirituellen Weg. Aber wir müssen das selber finden. Wir müssen unseren eigenen Weg finden. Wir müssen auch zunächst einmal uns selber davon überzeugen und die Wahrheit darin entdecken. Das heißt, das einfach zu nehmen, zu lesen und umzusetzen, wird auch überhaupt nicht funktionieren. Und man wird auch mit Sicherheit Schiffbruch miterleiden, weil so habe ich ja den Vortrag begonnen. Einfach zu versuchen, wenn ich nicht in dem Bewusstsein bin, dann kann ich das nicht lesen und umsetzen. Das wird überhaupt nicht funktionieren. Das geht nicht. Das ist aus einer anderen Zeit, von anderen Menschen, einem anderen Bewusstsein. Das heißt, ich muss selber erstmal in dem Bewusstsein sein. Und wie komme ich in das Bewusstsein? Muss ich das erstmal alles lesen? Das heißt, irgendwie ist mir das Ganze gar nicht zugänglich. Das Ganze ist nur zugänglich durch eine lebendige, spirituelle Kultur. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Das wäre vielleicht eher ein Thema fürs nächste Mal. Und für eine ganz lebendige, spirituelle Kultur. Und diese Übersetzung, dass wir wieder so eine lebendige, spirituelle Kultur kriegen heute, das ist ja noch nicht geschehen. Es gibt vielleicht hier und da in Ansätzen, da gibt es spirituelle Bewegungen, die das versuchen. Die einen, also jeder hat das so einem gewissen Grad vielleicht geschafft. Aber eins ist klar, wir werden hier nicht vor 5000 Jahren reproduzieren können und auch überhaupt nicht wollen. Sondern es geht wirklich darum, dieses vedische Wissen zu übersetzen und
einfließen zu lassen und zu integrieren. Der Mensch hat sich weiterentwickelt seitdem. Also es ist hier kein Plädoyer, jetzt die vedischen Schriften zu nehmen, Schriftgelehrte zu werden und danach zu leben, einfach so, wie das da geschrieben steht, sondern sich damit zu beschäftigen, sein Bewusstsein zu entwickeln und das Wissen zu integrieren in sein Leben. Das ist eine unglaubliche Herausforderung. Ich zerbreche mir auch immer wieder den Kopf, wie das überhaupt möglich sein soll. Dieses ganze faszinierende Wissen ist da, das Wissen wie aus einer anderen Zeit, wie aus einer anderen Kultur, von einer anderen Dimension. Und wir leben hier mit unserer ganzen Wirklichkeit. Mit unserer ganzen Wirklichkeit wir haben jetzt diese wahnsinnige Aufgabe, das zu integrieren. Das ist unglaublich. Das ist das Abenteuer, von dem du gesprochen hast. Denn einfach machen, eins nach dem anderen, das wird mit Sicherheit nicht funktionieren. Das geht nicht. Ich bin ein paar Minuten zu spät gekommen, als ich den Raum betrat. Da hattest du gerade erzählt, dass das Wissen schon sehr alt ist und immer vorhanden war, das vedische Wissen, und dass es vor 5000 Jahren niedergeschrieben wurde, weil die Leute damals eben schon angefangen haben, es zu vergessen. Also es war wie eine Erinnerung. Es war eigentlich kein Fortschritt, die Schrift zu entwickeln, sondern es war eigentlich ein Rückschritt, um das alte Wissen sozusagen wieder den Leuten zur Verfügung zu stellen. Und da wollte ich fragen, heißt es dann letztendlich, dass Tiere und Pflanzen, die über kein Schrifttum verfügen, dass die im Wissen ständig, dass die das Wissen haben und so? Dass sie sozusagen nicht diesen Rückschritt machen müssen, wie wir Menschen, um sich daran zu erinnern, sondern dass das Wissen in ihnen eben präsent ist? Die Pflanzen haben vollkommenes Wissen über das, was sie betrifft. Und die Tiere auch. Und der Mensch hat... Also die Pflanzen beispielsweise, die haben unglaubliche Fähigkeiten, Dinge vorauszusehen, die der Mensch nicht besitzt. Die sind in der Lage, ganz komplexe mathematische Berechnungen zu machen, die der Mensch selbst mit großen Großrechnern nicht in der Lage ist zu machen. Da gibt es also hochinteressante wissenschaftliche Untersuchungen dazu. Die haben also einen unglaublichen Einblick in Zusammenhänge, sind einfach so perfekt eingebunden in die Natur, dass sie in dem Sinne als vollkommen bezeichnet werden können. Vollkommen bezeichnen müssen. Der große Vorteil des Menschen ist, dass er eben unvollkommen ist. Das heißt, er hat die Möglichkeit, über das, was er ist, in dieser Welt hinauszuwachsen. Und das ist das Besondere, was den Menschen wirklich von allen anderen Lebensformen, die wir auf diesem Planeten kennen, seine Unvollkommenheit, dass er nämlich die Fähigkeit besitzt, sich so absolut querzustellen. Das schafft ja kein anderes Lebewesen, sich so dermaßen querzustellen, seine Situation so dermaßen misszuverstehen und auch so dermaßen in Disharmonie und sogar in Konflikt zu geraten mit allem um ihn herum und mit aller Logik, dass er die Chance hat, eben aus diesem Konflikt heraus sich auch zu hinterfragen, zu verstehen, das ist nicht die Welt. Das ist nicht die Welt, das ist nicht die Wirklichkeit. Das wird eine Pflanze, das wird ein Tier niemals hinterfragen, weil es in der Vollkommenheit funktioniert in dieser Welt, wie es der Schöpfer vorgesehen hat. Der Mensch hat eben diese einmalige Gabe, aus dieser Vollkommenheit des Schöpfers auszubrechen, diese Freiheit. Und insofern kann man diese Unvollkommenheit eben auch als seine große Chance umdeuten. Insofern, das Ganze, was so alles schief läuft, man regt sich auch mal so auf, was alles schief läuft, man kennt dann. Weil man, ne, das ist ja, man sieht ja, jeder ist genau an der Stelle, wo er seine Chance hat, letztlich zu einem höheren Bewusstsein zu erwachen. Und der ganze Unsinn, der geschieht und so weiter, das sind alles große Chancen, diese Unvollkommenheit. Also in der Unvollkommenheit liegt die höhere Stufe der Vollkommenheit des Menschen. Insofern Schrift, nicht, das gehört das heute. Es ist, das Bewusstsein der Menschheit hat sich geändert. In der vedischen Zeit ging alles über Klang. Das wäre auch ein ganz, ganz interessantes Thema, die verschiedenen Dimensionen des Klangs darzustellen, weil die vedische Kultur ist eine Kultur des Klangs. Und durch Klang wird nicht nur Information übertragen, sondern auch das Bewusstsein, um diese Information auch verstehen zu können, wird auch mit
übertragen. Also Beschlagen hat ganz tiefe Dimensionen, die das rein geschriebene Wort nicht hat. Das ist das Besondere. Marius heute macht noch nach schöner Zeit. Stimmt? Ja. Also machen wir nicht jetzt. Und ich bin nicht der Einzige, der irgendwo hinfahren. Ja, nein, alle müssen irgendwo ganz weit wegfahren, deswegen müssen wir bald Schluss machen. Sie hatten nicht noch gemeldet. Und dann ist, glaube ich, Schluss, oder? Okay. Also, ich würde ganz gerne noch folgenden bescheidenen Hinweis geben, der vielleicht mit der Frage des Herrn da hinten im Zusammenhang eben ist, und Sie haben das ja eben nochmal deutlich unterstrichen, noch ein bisschen schärfer pointieren. Die Tatsache der Freiheit ist einfach an den Menschen gebunden. Es gibt in der Pflanze keine Freiheit und auch nicht im Tier. Und wenn das eine ist, dann ist diese Freiheit einfach so, dass sie im Rahmen der Möglichkeiten ist. Aber diese Wesen befinden sich eben voll in der göttlichen oder natürlichen Ordnung. Und aus dieser Ordnung können sie nicht heraus. Das ist ganz klar, ein Stiefmütterchen kann nicht aus seiner Ordnung heraus und kann zu einer Tulpe werden. Und damit verbunden steht aber für mich vielleicht noch folgender Punkt, wo ich bei Ihnen noch mal ein bisschen nachfragen wollte oder ergänzen vielleicht. Die Tatsache, die Sie eingangs erwähnten, die war ja mit der Freiheit verbunden. Sie haben ja von Freiheitsgraden gesprochen. Und da bleibt ja das Wort Freiheit steht ja im Vordergrund. Ne? Und die Erde eben als etwas Festes, wie es die Alten bezeichnet haben, das Feste hat eben keinen Freiheitsgrad. Und es muss sich schon in die Beweglichkeit begeben. Das heißt, es hat einen Freiheitsgrad. Ich kann einen Ball von hier nach dort werfen. Aber er bleibt als Ball konsistent. Wenn ich das mit einem Wassertropfen mache, dann verflüchtet sich das schon. Also mit der Frage der Elemente komme ich sehr schnell eben auch in diese Skala, die Sie aufgeführt haben, mit den Freiheitsgraden und stelle eben fest, dass ich oberhalb der Luft eben mehr Freiheitsgrade habe und die Freiheitsgrade eigentlich als in dem Moment vollgültig erfahre, wenn ich etwas mache, was Einstein nicht gemacht hat. Er hat sich ja eben an dem einem Phantom ausgeliefert, indem er von der Relativität, in der Relativität seine Lösung gesucht hat. Ich muss die Synchronizität wieder einführen. Denn ich komme nicht in die Erkenntnis des Bewusstseins, wenn ich die Synchronizität nicht als elementar erlebbar an mir selber und bei anderen auch feststelle, beispielsweise in der Kommunikation, brauche ich die Synchronizität. Und an der Synchronizität erlebe ich eben die Fragestellung, was ist das Bewusstsein? Das Bewusstsein kann sich beschränken in einem Freiheitsgrad, es kann sich zu 2, 3, 4 und gerne 12 Freiheitsgraden bewegen, weil, das haben Sie sicher im Hinterkopf und werden es eines Tages noch ausführlicher darstellen, weil ich ja dann in Phänomene hineinkomme, die ich ja sofort in Augenschein nehmen kann. Ich brauche ja nur den Blick an den Himmel zu werfen und dann habe ich eben meine 12 Regionen im Tierkreis, aus denen eben Kräfte wahrscheinlich sich erkennen lassen, und zwar heute zeitgemäß mit unserem heutigen Bewusstsein, die mir auch eine Hilfe geben, mich in Richtung der Bewusstseinsentwicklung gepolt und gepaart natürlich mit dem Bewusstsein für die zu entwickelnde Freiheit oder die Freiheitsgrade eben kombiniert. Mhm. Ja, vielen Dank. Das war nochmal ein sehr schöner Beitrag, also der Zusammenhang zwischen dem Begriff der Freiheit und den Freiheitsgraden, auch der Hinweis auf den Tierkreis, ich habe mich heute gerade noch zurückgehalten, den auch noch in die Grafik hineinzutragen, weil wir uns, glaube ich, alle dadurch etwas überfordert sind, zeitlich vor allem. Aber das ist ein ganz wunderbares Bild, um in den Bewusstseinsbereich oder die Freiheitsgrade des Bewusstseins hineinzukommen. Ich mag das an der Stelle noch andeuten. Es ist tatsächlich so, dass diese 7 Ebenen oberhalb der Erde, wo die Erde auch ein Teil davon ist, dass die eine innere Wirklichkeit sind und dass diese innere Wirklichkeit sich eindeutig dem Tierkreis zuordnen lässt. Dass der Tierkreis mit seinen 12 Tierkreiszeichen nicht da draußen ist, da kann man ihn auch wiederfinden als Spiegel, aber tatsächlich ein Koordinatensystem unseres Bewusstseins darstellt und uns damit verbindet mit allem, was da draußen geschieht. Das ist also eine ganz spannende Geschichte. Wir haben die astrologischen Zusammenhänge ja nur ganz kurz angedeutet. Ich würde mal zu dieser Willensfreiheit. Kann man das natürlich auch so sehen, dass der Preis für die Willensfreiheit im Grunde genommen auch dieses Anpassen ist?
der Preis, der Preis, dass man diese Willensfreiheit erlangt hat, oder vermeintliche Willensfreiheit, dass man sie bekommen hat, dass man dafür eigentlich dieses allgemeine Altenkastenwissen, das die Klassen haben, einfließt. Aha. Na. Also wenn ich dich richtig verstehe, möchtest du vorschlagen, dass wenn ich allumfassendes Wissen hätte, dann hätte ich keine Freiheit des Willens. Das ist doch die Frage des Begriffs der Freiheit oder des Willens, je nachdem, ob du den Chakra mit dir befindest. Es ist so, dass der Begriff der Freiheit des Willens sich ja so konkretisiert lässt, also für eine Entscheidung. Wenn ich einen Grund für diese Entscheidung angeben könnte, warum diese Entscheidung so getroffen wurde, dann wäre sie nicht mehr frei, sondern dann wäre sie ableitbar. Und das wäre ja wohl die Definition. Und das Verständnis, das wirkende Verständnis ist, dass trotz allumfassenden Wissens immer noch die Entscheidung oder die Freiheit da ist, in der Beziehung zu Gott. Also die Beziehung zu Gott zu gestalten, das hängt nicht von dem Wissen ab. Ich kann also in meiner Beziehung zu Gott meine Freiheit vollständig manifestieren. Ich kann in dieser Beziehung selber, selbst Gott, der ja allumfassendes Wissen verkörpert, überraschen. Das geht aber nur in der Liebe zu Gott. Ist das möglich? Also ist es möglich, das Wesen, das allumfassendes Wissen hat, zu überraschen? Und das ist möglich. Und das bedeutet, dass die spirituelle Wirklichkeit nie statisch ist. Nie erstarren. Also Freiheit und vollkommenes Wissen ist kein Widerspruch auf das Wort. Wie überraschend dann der Ungewinn? Oh, das ist weit von dem entfernt. Das ist eine, der kann uns nicht überraschen. Der kann es nur überraschen, wenn wir was noch nicht wussten. Ja, wenn ich weiß, wo er war, wenn ich weiß, wo er ist, wenn ich weiß, wo er sein wird. Wo ist denn Gott? Auf der Ebene gibt es keine Frage. Wir müssen über kosmisch. Alles ist kosmisch, alles ist eins. Warum auch eine Ideologie glücklich sein würde, wenn die Ideologie frei ist? Das wäre es so. Ja, vielleicht machen wir das. Wir treffen uns ja noch. Sollen wir jetzt aufhören oder sollen wir doch noch die beiden Damen nehmen? Die beiden Damen? Die zwei Damen. Sollen die doch noch? Ja, Franz, das musst du jetzt entscheiden. 20 vor, wenn es ganz kurz ist. Das sind die letzten. Ja. Esther, dann du, dann. Ich wollte noch mal ganz kurz auch zu dem Beitrag von den Herren. Also, ich habe mit dieser ganzen Geschichte ein primäres Problem schon immer gehabt und das Problem heißt Evolution. Ja? Also, wenn wir sagen, die Tiere und die Pflanzen sind auf einer vollkommenen Bewusstseinsebene, die sind nicht abgetrennt von Gott. Ja? So, also, die sind perfekt in sich. So habe ich das verstanden, was du gesagt hast, Franz, dazu. Das heißt, ich habe mit dem ganzen Physikkram eigentlich wenig Probleme. Das kann ich mir so mit Mut zur Lippe, wie du sagst, schon vorstellen, dass das so ist. Aber das heißt, wir haben jetzt hier den Planeten und das entwickelt sich jetzt alles, unsere Galaxis, und dann haben wir auf einmal ein Loch, also da beginnt das Leben, aber da ist irgendwie noch nichts, was auf diesen ganzen Ebenen, die wir da angeschrieben haben, irgendwie passiert. Sondern das kommt dann irgendwie nach, was waren das, 3,7 Milliarden Jahren oder so, fängt dann auf einmal an, irgendwas an sich zu entwickeln, was dann dem Menschen, der Krone der Schöpfung, irgendwie evolutiv beendet wird. Und wir fangen jetzt auf einmal an, wieder danach zu streben, sozusagen unsere Abgetrenntheit, die ja irgendwann mal erfolgt sein muss. Also wo? Irgendwie beim Schimpansen oder schon vorher? Oder also, das verstehe ich nicht irgendwie. Da habe ich ja Probleme. Oh, das ist aber ein Thema. Erstens, die Frage von Evolution, die möchte ich hier überhaupt anstreichen. Ich finde, dass die Vorstellung einer Evolution der Formen durchaus sympathisch, aber sie ist nach vedischer Darstellung nicht wirklich korrekt. Sondern das ist aber ein ganzes großes Thema, das wir hier gar nicht angesprochen haben. Das heißt,
Ja, wenn man nächstes Mal wie ist das Leben überhaupt auf diesem Planeten gekommen? Und ist es wirklich ganz genauso, wie der Darwin sich das vorgestellt hat? Es ist natürlich nicht so, denn Leben kommt immer von Leben. Leben kommt immer vom Bewusstsein, Leben kommt nicht von Materie. Der Mensch kommt nicht vom Affen, der Affen kommt nicht, ja, der kommt nicht von den niederen Säugern, die kommen nicht von den Pflanzen. Das ist ein Prinzip, das von oben herkommt. Das heißt, das komplexere System, das bringt das weniger Komplexe hervor. Also keine Evolution, sondern eine Devolution. Das ist erstmal ein ganz wichtiges Prinzip. Der Mensch hat sich nicht von der Pflanze entwickelt, sondern die Pflanze kommt, jetzt mal ganz positiv gesagt, vom Menschen. Ja? Das ist also eher umgekehrt. Das möchte ich aber an dieser Stelle nicht weiter diskutieren. Einfach nur mal so provokativ in den Raum hineinwerfen. Das Zweite ist, wenn wir gesprochen haben, die Pflanze ist vollkommen, das bedeutet, sie hat eben keine... Also da stimmt das, auf der materiellen Ebene stimmt das, was du sagst. Ne? Sie ist vollkommen, das heißt, sie hat keine Freiheit. Das ist auch, da endet ihre Vollkommenheit in einer gewissen Weise auch schon. Denn sie ist nicht außerhalb des Planes Gottes. Das Bewusstsein, das sich mit der konkreten Pflanze, mit dem konkreten Stiefmütterchen identifiziert, das mag durchaus im Vollkommen sein. Aber die Verkörperung, die ist vollkommen. Erst im Menschen hat die Unvollkommenheit des Bewusstseins, des individuellen Lebewesens, die Möglichkeit, total nach außen hin die Sau rauszulassen. Das schafft also kein Stiefmütterchen. Ja? Hast du schon mal ein Stiefmütterchen gesehen, das so richtig die Sau rauslässt? Ja? Das ist die anderen verprügelt und schikaniert, die Gelben schikanieren die Blauen, weil sie in der Minderzahl sind. Und so weiter und bauen ein Ghetto für die Roten. Das passiert nicht. Ja? Das heißt, das Bewusstsein, das dahinter steht, mag weit weniger entwickelt sein als das Bewusstsein eines Menschen, der als Neonazi in Dresden rumläuft oder sonst was. Ja? Das ist überhaupt nicht das Thema. Aber in dieser tollen menschlichen Lebensform haben wir, dadurch, dass sie eben nicht so vollkommen, halt, so vollkommen eingebettet ist in die oder nicht so strikt eingeordnet wird, bis man diese Freiheit gekriegt hat, sind wir in der Lage, alle Schattenbereiche unseres Bewusstseins voll zu manifestieren. Das ist das Gute. Ja? Und deswegen ist das halt so eine gute Lebensform und wir sollten gar nicht so uns aufregen über das, was alles schief läuft und über die schlechten und bösen und schlimmen Menschen und so weiter, sondern einfach sehen, wunderbar, was sich da einfach alles manifestiert, was auch irgendwie in mir drin ist. Weil ich nur wahrnehme, weil es wie ein Spiegel ist für mich selber. Und einfach die große Chance sehen, daran zu wachsen und in das dritte Bewusstsein der Liebe zu Gott zurückzukehren. Das ist eigentlich, was damit gemeint ist. Das ist, was der Mensch in dem Sinne den Tieren und Pflanzen pflanzt voraus. Ich muss gerne zu der Freiheitsgeschichte noch mal was sagen. Also für mich, war die Frage beantwortet, als ich verstanden habe, dass ich es immer bin. Freiheit ist ich selbst geworden. Diese Definition, Rudolf Steiner, habe ich sie gefunden, die ist genial. Ist das, was ich will. So, und jetzt ist das, was ich so hilfreich finde, ist das Angebot, zum Beispiel von mir oder von anderen spirituellen Wegen, ist, dass ich meinen Willen bis hoch in die allerhöchste Region verfolgen muss, um zu verstehen, dass ich dort nicht zum Beispiel einen Gott, der mich rumschüttelt, der mich da hinschickt, der mir das mit der Mutter wegbringt und Vater mich schlagen und so. Das ist nicht Gottes, also nicht Gott, sondern es ist mein eigener Wille ist und dann stehe ich davor und sage, okay, wieso habe ich mir das einfach lassen? Das ist eine gute Frage für mich. Dann kommt ja auch Karma und so. Aber diese Idee, dass es das selbst gewollt ist und dass dieses Universum, diese Welt, in der wir uns befinden, tatsächlich von uns selbst gewollt ist und dass wir auch andere Möglichkeiten haben, das gehört dazu. Wir haben andere Möglichkeiten. Wir können uns andere Welten buchstäblich erschaffen, indem wir sie wollen auch. Das muss ich die schon aber auch entwollen. Aber es ist selbst gewollt und es ist auch eine Entdeckung von Macht. Und dann bleibt alles auf, das Anklagen kann auch. Ich finde, das müssten wir noch mal genauer diskutieren, weil du damit völlig unabhängig wirst. Und soweit ich das begriffen habe, sind wir Wünschende. Wir können etwas wünschen, aber der Ausführende
sind nicht wir, sondern das ist eine andere Kraft. Gott oder Krishna oder wie man ihn noch nennt. Also ich weiß nicht, da ist so ein bisschen. In dem Maße, wie wir in Harmonie sind mit Gott, kann, und dann sind unsere Wünsche, das heißt auch in dem Leben, das heißt, wenn der Erleuchtete, sein Geist wird zum Geist Gottes. Das heißt, was immer er sich wünscht, ist nichts mehr, was irgendwie nicht in Harmonie mit dem Ganzen stehen. Das heißt, ne, und erst auf der Ebene werden die Dinge ja auch Wirklichkeit. Das heißt, dann ist er auch ohne Gefahr. Das heißt, wir wünschen, unser Wunsch ist dann einfach eine Reflexion von dem Wunsch Gottes. Also insofern würde ich da jetzt nicht unbedingt ein großes Problem sehen. Denn das Ziel der ganzen Aktion ist ja nicht, wir werden so vollkommen, sodass wir alles kriegen, was wir uns wünschen. Also so in dem ego-bezogenen Sinne. Überhaupt nicht. Sondern in dem Maße, wie wir vollkommen wollen, wünschen wir ja nicht für uns selber, sondern wir wünschen nur für Gott. Oder wir wünschen nur für das spirituelle Wohl aller anderen Lebewesen. Und dann gibt es keinen Widerspruch mehr. Das Problem ist im Moment, wenn wir hier so wünscht dir was machen würden, jeder wünscht sich was, und dann sollte mal einer versuchen, dass wir haben 4 Milliarden oder 5 Milliarden Menschen auf dem Planeten und die meisten haben Wünsche, die sind konträr zueinander. Der eine sagt, ich will das haben, der sagt, ich will das auch haben. Das wird nicht funktionieren. Das alles zu arrangieren, das ist eine wahnsinnige Intelligenz, die dahinter steht. Paramatma, die Überseele, die dieses wahnsinnige Chaos, diesen Kampf um die Ressourcen, wo jeder im Zentrum stehen will, wo jeder sich was wünscht, was der andere sich genau das Gegenteil wünscht. Ich möchte heute, dass die Sonne scheint, damit ich baden gehen kann. Er sagt, ich möchte, dass es heute regnet, damit meine Rüben endlich vernünftig wachsen. Ja? Wie soll man denn das unter einen Hut kriegen? Ne? Und diese kosmische Intelligenz, die das bewerkstelligt, das ist der Paramatma, das ist die Überseele, die uns alle begleitet in dieser Welt. Aber wenn wir aus diesem Ego-Bewusstsein herauskommen und uns mit Gott verbinden, Liebe zu Gott haben, dann wünschen wir nur noch zum Wohle aller anderen Lebewesen, und mit Gott verbunden und 3, 4, 5, 6, 7 solcher Wesen, was die sich wünschen, ist im vollkommenen Harmonie. Und wenn das mal alle sind, dann gibt es diese materielle Welt übrigens nicht mehr. Weil diese materielle Welt ist ein Produkt unseres kollektiven Wunsches, getrennt von Gott zu genießen. So, diese materielle Welt gibt es nur aufgrund dieses Wunsches getrennt, dieser Neigung getrennt von Gott zu genießen. Und wenn wir den Wunsch entwickeln, in Harmonie mit allen Lebewesen Gott zu dienen, dann diese Welt gibt es übrigens auch schon. Das ist das Gute. Da kommen wir mal her. Und wir sind ja auf dem Weg dahin zurück. Das ist ja das Abenteuer. Das vedische Abenteuer ist eigentlich zurück in diese Welt, die man sich wünscht, wenn man im reinen Gottesbewusstsein ist. Und die müssen wir nicht mehr erschaffen. Die ist schon da. Die ist nämlich erschaffen durch den Wunsch Gottes. Und diese Welt ist erschaffen durch unseren Wunsch. Aber danke. Ja, du hast gesagt, dass wir alle G4 sind, ja? Also, dass wir praktisch selber schon Gott sind, oder dass unser... Ja, hast du gesagt, ich habe keine Freunde. Was ich alles so erzähle? Jemand hat gefragt, ob wir praktisch fremdbestimmt sind, und dann meintest du, dass wir selber alle G4 sind. Also, dass wir ja, wir sind im G4. Ach, im G4. Ja. Ich wollte wissen, wie man jetzt sozusagen... ob das durch Meditation funktioniert oder wie man an Wissen rankommt. Wie man wieder in den G4 zurückkommt. Nee, ich finde es eigentlich ganz gut. Aber wie ich sozusagen richtig handle oder was. Ja. Wie man sich verbindet mit diesem Wissen. Ja. Oder ob das, was ich selber will, ob das jetzt das G4 ist, was irgendwas durch mich selber hindurch will, ob das sozusagen auch Kriege gewollt sind oder. Wie man das unterscheiden kann. Ja. Das ist du sagst, du bist ganz zufrieden hier, also du willst jetzt nicht unbedingt gleich zurück in den G4. Also so ist es auch nicht gemeint. Ich wollte auch nicht sagen, dass der G4 ist nur eine mathematische Abbildung. Das von
der mathematisch darstellbare Teil des geistigen Bereiches. Es ist nicht die spirituelle Wirklichkeit. Aber Burkhard Heim hat eben gezeigt, dass dort sowas wie die Seele mathematische Spuren hinterlässt. Ja, also nicht, wir sind nicht ein Teil vom G4, aber von dort aus wirken wir als spirituelle Seele, die dort ihre mathematischen Spuren, ihre ersten mathematischen Fingerabdrücke hinterlässt und dann eben in die grobstoffliche physikalische Wirklichkeit hineinwirkt. Aber das ist nicht deine Kernfrage, sondern deine Kernfrage ist, so wie ich es verstanden habe, wie kann man, wenn man hier in dieser Wirklichkeit ist, sich verbinden mit diesem vollkommenen Wissen, sodass man nicht ständig anderen auf die Füße tritt oder etwas Falsches tut. Und die Antwort, die dort in den Reden gegeben wird, ist, dass sich unsere kleine Intelligenz, die wir haben, dass wir die verbinden müssen, dass wir die richten müssen auf den Paramatma, das heißt auf die Überseele im Herzen. Das ist die Verkörperung des vollkommenen Wissens oder die Verkörperung Gottes, die jedes Lebewesen, jeden von uns begleitet, seit wir das erste Mal in dieser Welt inkarniert haben. Bis wir das letzte Mal in dieser Welt inkarniert haben und wieder in die spirituelle Welt zurückgehen. Die ganze Reise begleitet uns die Überseele, der Paramatma. Das ist das eine kosmische Wesen und es ist eine Form Gottes in uns. Und es wird in den Veden dieses Bild beschrieben, in Upanishaden, von einem Baum, der Baum dieses Körpers. In dem sitzen zwei Vögel. Der eine versucht, die süßen und sauren Früchte dieses Baumes zu genießen und ist ganz aufgeregt. Und der andere, der beobachtet ihn einfach nur. Und wenn der die süßen und sauren Früchte dieses Baumes genossen hat, dann fliegt er zum nächsten Baum und versucht es da, zum nächsten Körper. Und der andere Vogel, der wartet einfach nur darauf, dass sich der erste Vogel ihm zuwendet und ihn erkennt, dass dieser andere Vogel sein ewiger wohlmeinender Freund ist, der nur darauf wartet, dass er sich ihm wieder zuwendet, um dieses vollkommene Wissen zu bekommen, diese vollkommene Intelligenz. Es bedarf eigentlich gar nichts, als dass wir uns wieder Gott zuwenden. Nur das geht nicht in dem Bewusstsein, das wir zurzeit haben, auf alles Mögliche gerichtet, überall verloren. Deswegen gibt es diese verschiedenen Wege der Meditation oder Wege des Yoga, die das Bewusstsein wieder auf Paramatma, auf Gott im Herzen richten oder auf Gott im Allen. Verschiedene Wege, die dort beschrieben werden. Das ist auch in den Veden sehr differenziert beschrieben. Also nicht nur ein Weg, der das erreicht, aber prinzipiell werden alle diese Wege Yoga bezeichnet, als Yoga bezeichnet, sich zu verbinden mit. Und in der Tradition des Bhakti, in der ich stehe, richtet man sein Bewusstsein auf Gott, auch in der Meditation oder beispielsweise durch das Chanten von Mantren. Das wäre ja auch mein Thema. Ne? Ja, ja, aber nicht das nächste. Nicht das nächste Thema. Ne? Das heißt, das spirituelle Klang, dass man durch die Rezitation von Mantren, die aus Namen von Gott bestehen, das ist ja auch eine sehr in allen Religionen bekannte Methode, indem man sich auf allen Ebenen seines Daseins damit beschäftigt, indem man spirituelles Wissen studiert und seine Intelligenz schult. Das sind also verschiedene Methoden. Und ganz wichtig ist auch Vegetarier. Was hat denn das jetzt miteinander zu tun? Viel. Naja, nächstes Mal. Nächstes Jahr. Also, aber was ich noch sagen wollte ist, Irmila hat natürlich recht, weil mit dem Schwein, das man gegessen hat, nimmt man wieder diese ganze Information auf, die einen daran hindert, mit dieser Intelligenz, mit diesem Wissen verbunden zu sein. Aber was ich sagen wollte ist, eine wichtige, gute Methode, wenn man etwas wissen will, ist, sich an jemanden zu wenden, der weiß. Und das ist in den Veden ein ganz wichtiges Prinzip. Ne? Sich an Menschen zu wenden, dieses Wissen zu einem bestimmten Teil von Wirklichkeit. Und das hält seit Jahrtausenden diese spirituellen Traditionen auch lebendig, dass es immer wieder Menschen gibt, die das Wissen leben und verwirklichen. Die muss man suchen und wenn man sie gefunden hat, kann man sich an sie wenden, kann sie fragen, kann sie führen lassen. Das Prinzip des spirituellen Lehrers. Und wenn man das Glück hat, für einen selber passenden spirituellen Lehrer oder spirituellen Meister zu finden, kann man auf diesem Weg eine sehr, sehr gute Führung bekommen. Das heißt nicht, dass man selber aufhört zu denken,
oder dass man plötzlich alles gesagt bekommt, was man zu tun hat, sondern man hat die Möglichkeit, diese Überseele im Herzen, die man nicht unbedingt immer direkt wahrnehmen kann, auch im Äußeren zu kontaktieren. Gibt es also ein ganzes Spektrum von Möglichkeiten, die vedische Kultur anbietet. Und das ist, was Kultur ausmacht. Es ist nicht einfach nur, man setzt sich morgens hin, meditiert 20 Minuten, sondern das ganze Leben. Überall gibt es etwas, was mich mit dieser Quelle des Wissens verbindet. Im Essen, ja, das ist das Wichtigste überhaupt. Ja, da hat Irmela Lorne recht. Wir essen jeden Tag kiloweise Berge. Ne? Und einen Großteil unserer Zeit kochen und arbeiten, dass wir essen können. So ein wichtiger Teil vom Leben sollte eigentlich auch mit Gott verbunden sein. Sollte mit spirituellem Wissen verbunden sein. Essen und Kultur, Musik, alles. Ne? Und das ist spirituelle Kultur. Was wir brauchen, ist eine spirituelle Kultur. Zu diesen Veranstaltungen zu kommen, das verstehe ich. Ja. Nächstes Mal am 17. März. Genau. Und noch Freunde mitbringen. Ja, genau. Das hätte ich verstanden. Oder zur Vedenakademie, wenn ihr mal in der Sächsischen Schweiz wandern wollt. Da komme ich nämlich her mit den Freunden, mit denen ich hier bin. Ihr findet uns ein Stück hinter Dresden. Also nur noch mal das Thema Eigenwerbung. www.wen-akademie.de. Ich sage das nicht, dass ihr jetzt unbedingt eins unserer extrem teuren Seminare besucht, sondern ihr könnt uns auch einfach mal so besuchen. Wir haben auch spirituelle Feste, die dort stattfinden. Man kann aber auch uns spirituellen Urlaub machen oder wandern gehen. Das ist ein wunderschöner Ort, wo wir versuchen, als eine spirituelle Lebensgemeinschaft einen Teil von dem auch zu nehmen. Und das war Markus, ganz herzlich.